Endlich, endlich, endlich. Freunde, heute öffnen wir das Boss-Tor und besiegen den Boss der Mega Drive-Ära. Dann gibt's noch das DLC zur Casino Night Zone, da oben ist es. Denn in den letzten Parts haben wir alle Herausforderungen der Green Hill Zone, Chemical Plant Zone und der Sky Sanctuary Zone gelöst. Des Weiteren auch Metal Sonic besiegt, mal ganz nebenbei. Nun geht auch die Story weiter. Also schreiten wir hindurch. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ne, ich muss nach oben drücken. Lol. Dann let's go. Sieh dich genau an, Sonic! Dr. Eggman! Das ist das Letzte, was du siehst, ehe ich deine Augen für immer schließe! Hä? Noch ein Sonic? Was? Moment mal! Episch, episch! Der klassische Sonic auf dem Death Egg. So, jetzt muss ich mal ganz genau aufpassen, was der macht. Den Death Egg Robot, den kennen wir ja von Sonic 2. Und der ist da unfassbar schwer. Weil er halt ein bisschen, ich will nicht sagen verbuggt ist, aber... Ja, man kann durch ihn durchspringen und ist dann Instant Death. Da hat man nämlich keine Ringe, anders als hier. Nun denn! Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, wie der Bosskampf geht. Ich weiß, in Sonic 4 Episode 1 oder 2, ich weiß nicht, irgendwo gibt's den. Der wurde ziemlich oft geremaked. Ich glaube, ich springe mal hier dagegen. Bringt auch nichts. Ich muss selbst... Oder gegen den Hintern? Ja, da ist seine Schwachstelle. Alles klar. Ja, ziemlich episch, wie ich finde. Die Sonics schauen sich im Spiegel an. Dazu der wunderbare... Also, Sonic hat auch gemerkt, dass irgendwas mit seiner Plauze nicht gestimmt hat, aber das nur am Rande. Ich versuche immer dagegen zu springen, aber ich muss da nur ausweichen anscheinend. Und jetzt an den Hintern. Alles klar. Ich dachte, ich muss ihn kurz verletzen. Ganz schnell. Man weiß ja nie. Bin ich hier gelandet? Okay, das ist der Bosskampf, an den ich denke. Aber wir sind noch nicht da. Ah, ich hätte wieder an sein Hinterteil gekonnt. Wollen wir doch mal sehen. Und dazu Dr. Eggman mit einer hochinteressanten... dem hochinteressanten Soundtrack aus Sonic Adventure 2, seinem Theme. Auch repräsentativ. Er muss das zerstören, oder? Das, was ich da erschaffen habe, muss der greifen, aber da komme ich nicht so hin. Hier schwebe ich einfach noch eine Runde. So. Wollte ich nochmal. Möglichst lange da bleiben. Ah, damit er dahin greift. Das wäre jetzt, was ich so vermuten könnte. Ja, ich glaube, das hat ihn verletzt. Hat ihn das verletzt? Wenn nicht, verletzt mich das sehr. Und der moderne Sonic ist nach Eggmans Sprüchen erstmal abgedreht. Und der klassische Sonic nimmt ihn noch ein bisschen ernster. Sehr gut. Das war doch ein Treffer. Das vorher keiner. Aber da komme ich so schlecht hin. Okay. Tschüss, Mann. So hat man den Death Egg Robot in Sonic 2 auf jeden Fall nicht besiegt. Aber ist okay. Ne, das vorher hat nicht gezählt. Ah, der geht zu schnell kaputt. Erstmal. Nein, das passt alles gar nicht. Immerhin stehe ich nicht auf dem Schlauch. Das ist doch was. Also ein bisschen zu schnell. Ja, so passt's. Aber ich konnte trotzdem nicht auf seinen. Keine Ringe mehr. Machen wir das doch hier von der Seite einfach mal.
Sieht ein bisschen einfacher aus. Okay. Wie viele Treffer braucht er wohl? Im Original waren es ziemlich viele, 15 oder sowas. Hier würde ich mich mit 3 begnügen und das reicht auch schon. War auch ein sehr geiler Soundtrack, geremixed. Den Defag Robot natürlich. Auf der 3DS-Version gibt's aber noch einen viel epischeren Bosskampf, und zwar gegen den Big Arm, so heißt er. Nämlich der Endboss aus Sonic 3. Ja. Und den haben sie, der Remix von der Mucke ist so fantastisch, obwohl es ein 3DS-Spiel ist. Schaut am besten einfach mein Let's Play zu Sonic Generations 3DS an und wir machen hier erstmal weiter. Unfassbar, es gibt mich zweimal. Ich glaube, ich kann das erklären. Ja, ich auch. Zwei von uns? Orte und Feinde aus unserer Vergangenheit? Wir reisen durch Raum und Zeit. Wie ist das passiert? Das hängt vermutlich mit diesem riesigen Ding zusammen, das Eggman entführt hat. Das klingt wie dasselbe Ding, das eure Freunde entführt hat. Ich meine unsere Freunde. Ihr wisst, was ich meine. Da ist es! Wo ist es hin? Wir müssen das Ding finden, und zwar schnell. Episch, episch, episch. So, die Dreamcast-Ära und auch Sonic Heroes. Meinetwegen die Gamecube-Ära und da ist der nächste Boss. Also der Ablauf ist dasselbe wie bisher. Und für den Sieg bekommen wir einen Chaos Emerald. Ist schon der zweite immerhin. Ja, Classic Tales war auch dabei. Den hätte man sich echt sparen können, finde ich. Aber meinetwegen, meinetwegen. Weil der unterscheidet sich nicht so krass von dem modernen Tails. Und der kann reden. Wie dem auch sei. Gut, aber heute beginnen wir damit noch nicht, sondern die Mega Drive-Ära will erst komplett abgeschlossen werden mit dem DLC Casino Night Zone aus Sonic 2. Sehr beliebt und viele haben sich beschwert, dass die Casino Night Zone nicht in Sonic Generations dabei ist. Auf der HD-Version zumindest, denn auch, ich erwähne es wieder, in Sonic Generations für den 3DS ist die Casino Night Zone die zweite nach der Green Hill Zone. Dennoch konnte man das hier als DLC sich zulegen und das schauen wir uns jetzt an. Hier kannst du flippern. Benutze die Flipper, um Sonic herumzuwerfen und die Höchstpunktzahl zu brechen. Ich glaube, ich muss brechen. Nein, hoffentlich nicht. Das Bittere ist, ich habe wirklich auch erst gedacht, es wäre eine komplette Zone, aber es ist... Ich muss jetzt erstmal gucken, wie die... Ach, damit, mit den Schultertasten. Es ist leider wirklich nur ein Flippertisch. Ich weiß jetzt gerade nicht auf die Schnelle, wie viel es gekostet hat. 2-3 Euro? Keine Ahnung. Aber das war es echt nicht wert. Also, bei aller Liebe. Die hätten doch wunderschön die Casino Night Zone machen können mit dem klassischen Sonic, modernen Sonic. Dann hätte ich es auch locker mal gekauft, aber... Also, ich habe es gar gekauft, aber... Jetzt kann ich es nicht weiterempfehlen, sagen wir es so. Ist bestimmt auch für Xbox 360 und im PlayStation Store, wo auch immer, vorhanden. Ich zock's jetzt auch gerne mal ein bisschen mit euch. Und danach werden wir noch ausrüsten. Wir werden uns im Shop umschauen und ein paar Sets anlegen für die nächsten Aufgaben. Denn wenn wir durch die Herausforderung... Oh, wir sind da oben.
Kann ich denn Rumble irgendwas machen? Nee? Doch, kann ich. Ups, ist er. Ich darf mich runterfallen lassen. Oh, ich bin hier am Start. Kann ich ein bisschen lenken? Ein kleines bisschen. Aber das ist wirklich nicht viel. Das Beste ist eigentlich schon der geremixte Soundtrack der Casino Night Zone. Auch da unten seht ihr die Palmen. Oh, das war Fail irgendwie. Da gibt es hier ganz viele Robotnik-Marken. Ich muss, glaube ich, wieder da... Ah, nicht genug Schwung. Da hinten hin. Aber wie ich nach ganz rechts komme, weiß ich gerade nicht. Vielleicht so? Nee. Das ist was Gutes? Nee. Flipper. Oder so Pinball, wie man möchte, ist für mich ja immer so ein bisschen Random-Arbeit. Wobei, ich kann schon was erblicken. Durch diese grünen Punkte, ganz unten neben den Bumpern, das sind grüne Punkte. Und kann ich die auch mit irgendeiner Taste? Nee. Das da, wo eben 30 gegeben hat. Da ist ganz links noch einer, der muss betätigt werden. Also so Pinball, ich sag mal zu ersten Windows-Zeiten, als wir unseren ersten Windows 95 hatten, ja. Da habe ich mich ja auch nicht mit Editor oder Paint beschäftigt, auch das kam danach. Aber erstmal mit den Spielen, die auf dem Windows 95 drauf waren, ja. Was hatten wir denn da? Ah, jetzt ist der Schutz da unten weg gewesen. Minesweeper war drauf und die ganzen Kartenspiele, aber auch... Boah, wie hieß es? Star Pinball? Irgendein Pinball war das. Ja, ich habe jetzt einen Rekord aufgestellt und freue mich da. Jedenfalls, schreibt es mir ruhig in die Kommentare, wie das hieß auf Windows, diese Flipper. Auch das ein bisschen random. Ich habe da immer besser spielen können, also immer bessere Bälle bekommen. Aber das beste Pinball ist für mich immer noch Pokémon Pinball. Hatte ich im Letztest. Schaut euch's gerne an. Weil da kann man ein bisschen mehr machen, finde ich. Bei Pokémon Pinball. So, du bist wieder immer nur noch das Fragen-Antworten. Was denn für Fragen und Antworten? Das ist ja wirklich... So basic. Ich mach ganz schnell, dass das Neue weg ist. Oder geht das so weg? Warte mal. Fragen und Antworten. Boss-Tor. Schlüssel, das ist ja alles klar. Das habe ich ja alles schon erklärt. Musiknoten. Ups. Musiknoten. Noten erscheinen. Ja. Zielvorgabe. Okay. Das ist ja wirklich Pillepalle. Jetzt haben wir Omocha aus Shop. Mit Sonic 2. Optionsmenü. Ne, das war Multiplayer, ja. Fähigkeiten Shop. Was kann man denn noch kaufen? Oh, so ein Wasserschild. Da haben wir die goldene Zeit. Das haben wir auch gesehen. Ist aber echt teuer für den Mist. Goldene Zeit. Ja, mehr ist nicht. Extra Leben. Goldene Zeit. Wasserschild. Das ist ein normaler Schild, okay. Ich kaufe mir einfach mal den Wasserschild, weil ich habe das Geld ja. Athlet, letzte Chance. Kaufe ich auch. Sonst stand sicher. Wer muss es ja schon mal angeguckt? Das ist gut. Stand sicher. Ja. Verliere bergauf und im Wasser weniger Tempo. Auch das bringt viel für wenig Geld. Schon fast alles weggekauft. Aber ich glaube, das kann man sich alles leisten mit der Zeit. Ich glaube, das brauche ich noch nicht mal. Ich gehe das immer sanft an. Okay, mach das einfach mal. Den Rest nicht. So, Fähigkeitenanpassung. Ausrüsten. So, wähle ein Set. ZA. Sogar den Namen ändern. Power, was wir nicht alles haben. Ich mache einfach mal ZB. Okay, und was können wir denn da zum Beispiel? Bremse. Kann sofort anhalten. Und standsicher. Dann letzte Chance. Das ist eine gute Sache. Ach, mehr Punkte können wir nicht einsetzen. Naja. Das ist so ziemlich die Sicherheitsvariante, oder? ZB? Bremse, standsicher, letzte Chance, Athlet. Kann man doch mal so machen. Ist es gespeichert jetzt? Ja.
Sicherheitsnetz? Nee, das brauche ich nicht. Und Athlet. Dann ist perfekt. Entfernen, also bestätigen. Okay, zu diesem Setwechsel muss ich jetzt nicht. Obwohl. Das ist Set B. Ist ja. Ich guck nochmal nach, ob es gespeichert ist. Ja, ist es. Das, damit will ich aber jetzt nicht spielen. Sondern wir können uns mal überlegen, für Set C eins zu machen, was ziemlich schnell ist. Ups, da habe ich nur die. Gelten die anderen, die ich gemacht habe, immer? Das ist wichtig, finde ich. Wo sind denn die, die ganz schnell gehen? Das ist, glaube ich, weil ich mit dem klassischen Charakter wechseln. Pass mal auf. Ah. Für den modernen zählt das nicht? Tatsächlich nicht. Trotzdem gehe ich auf Set C, damit ich besseren Überblick habe. Aha. Turboanzeige wird verlängert, das nehme ich. Oh, schon 60. Aber ich nehme es trotzdem. Sonics Geschwindigkeit wird erhöht. Die anderen brauche ich jetzt eigentlich nicht. Und auf den Füßen, das wäre schon gut. Das wäre schon gut. Bergauf in dem Wasser weniger Tempo. Aber ich will standsicher. Okay, bestätigen. Zu diesem Set wechseln. Dann tue ich mal den Namen ändern. Wildbooster Tempo? Ich nenne es einfach Tempo. Booster! Ja. Chill. Das ist ein Tempo-Booster. Warte mal. Hä? Anpassen? Ich muss mich mal damit auseinandersetzen. Und wann ist der Zeitpunkt besser als jetzt? Hier ist nämlich Set B. Namen ändern, nennen wir es... Helfen und Rache, Kampf. Kampf! Bremser. Kampfbremser. Also eher so sicher, würde ich mal damit meinen. Kampfstyle. Kampfstyle. Warum nicht? Und das kann ich machen. Ich glaube, wir werden das in den nächsten Parts auch mal zu Gemüte führen. Denn die Zeit ist endlich gekommen. Ab in die nächste Ära. Dreamcast-Ära. Sonic Adventure wird wieder bereist, aber diesmal mit dem klassischen Sonic auch. Also schaut ruhig mal an, was die gute... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. die Stadt hier. Radical Highway. Irgendwas mit Highway. Speed Highway war's, genau. Bams. Was die für euch bereithält. Also schaltet wieder ein, die nächsten Parts werden wieder verspeedet wie sonst was. Also gut, ich freue mich wirklich drauf. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Ich sag bis dann und ciao!